Guten Tag. Was ich hier mache, das ist einer der am schlechtesten bezahlten Jobs in Deutschland. Spülen, kochen, servieren. Die Gastronomie zählt zu den Branchen, in denen sich häufig nicht einmal 10 Euro pro Stunde verdienen lassen. Ähnlich geht es Friseuren, Reinigungskräften, Floristinnen oder Taxifahrern. Jeder fünfte Deutsche arbeitet für einen Niedriglohn. Auch damit gehört Deutschland zur Spitzengruppe in Europa. Damit diese Löhne wenigstens eine Untergrenze haben, wurde 2015 der Mindestlohn eingeführt. 8,50 Euro waren das vor 2 Jahren. Anfang dieses Jahres gab es ein klein wenig obendrauf. Jetzt liegt der Mindestlohn bei 8,84 Euro pro Stunde. Insgesamt muss ich sagen, ist der Mindestlohn der Einstieg in den Mindestlohn. Ich sage ausdrücklich Einstieg, weil wir da noch lange nicht am Ende sind, hat sich als sehr positiv herausgestellt. Also wenn ich mir die ganzen Beschreibungen und Beschwörungen und düsteren Prophezeiungen angucke, also wie viele Arbeitsplätze vernichtet werden und dass das den Betroffenen überhaupt nichts nutzt, da kann ich nur sagen, also der gesetzliche Mindestlohn ist ein Erfolgskonzept. Im Frühjahr befasste sich die Politische Akademie im oberbayerischen Tutzing mit der sozialen Ungleichheit in Deutschland. Dabei ging es ebenfalls um erste Erfahrungen mit dem Mindestlohn. Und wir wollten am Rande der Tagung wissen, reicht es denn für meine Rente, wenn ich ein Leben lang für Mindestlohn gearbeitet habe? Das ist mit Sicherheit nicht so. Wenn wir uns vorstellen, eine Person hat das im ganzen Lebensverlauf nur den Mindestlohn, dann wird das nicht reichen, um aus der Grundsicherung im Alter dann herauszukommen. Da ist die Vorstellung und da ist natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe da, über Qualifikationen, über Möglichkeit von Aufstiegen, über positive Beschäftigungsentwicklung, der Entwicklung der Beschäftigten, auch dazu zu kommen, dass Mindestlohn nicht ein Dauerzustand bleibt. Und wenn das nur eine vorübergehende Phase ist, dann ist es ja durchaus möglich, dass später besser verdient wird und dass man dann sehr wohl ein Lebenseinkommen erreicht hat, dass man nicht auf Grundsicherung angewiesen ist. Aber das ganze Leben Mindestlohn würde bedeuten, man fällt dann in die Grundsicherung im Alter. Wenn sich aber die Hoffnung auf beruflichen Aufstieg nicht erfüllt, heißt das 45 Jahre gearbeitet und dann eine Rente, die nicht einmal für das Nötigste reicht. Auch hier erhebt der Sozialverband VdK bei seiner Aktion zur Bundestagswahl die klare Forderung, ein Mindestlohn, der seinen Namen verdient, muss später auch zu einer Rente oberhalb der Grundsicherung führen. Er muss mit der Perspektive mindestens auf 12 Euro steigen. Aber natürlich, also die Lohn- und Gehaltsentwicklung schreitet voran. Also wir werden nicht in einem Schritt jetzt auf 12 Euro springen können. Deswegen ist das jetzt nicht eine Summe, wo man sagt, wenn wir das erreicht haben, ist alles gut. Sondern das muss immer weiter ansteigen, so wie die Löhne und Gehälter ansteigen müssen. Weil auch die Preise steigen, weil in bestimmten Bereichen die Kosten steigen. Also das ist ein flexibles System. Aber 12 Euro wäre jetzt schon mal so eine Zwischenstation. Spülen, frisieren, putzen, Taxifahren. Auf Menschen, die all das tun, können und wollen wir nicht verzichten. Also sollten sie später auch mal von ihrer Rente leben können.